So, und damit ein herzliches Willkommen hier zu unserem Webinar zu unseren neuen Samsung Galaxy Z-Serie Geräten. Und zwar wollen wir uns heute in unserem kurzen, knappen 45-minütigen Webinar ganz klar auf unsere zwei neuen Foldables konzentrieren, und zwar für den Business-Einsatz. Heute geht es einmal, und darauf werden wir auch unseren Hauptfokus legen, um das Galaxy Z Fold 3 5G und auch um das Galaxy Z Flip 3 5G. Mein Name ist Jonathan Martialis. Herzlich willkommen. Wir haben einiges für Sie heute vorbereitet. Wir haben die Geräte natürlich auch live direkt mitgebracht. Also einmal das Z Fold 3 5G und natürlich auch der kleine Bruder, das Z Flip 3 5G. Und die Geräte werden wir uns heute in unserem Webinar etwas genauer anschauen. Der Fokus heute wird ganz klar auf den Use Cases sein. Wir werden uns Use Cases anschauen, die im Business-Alltag entstehen können, werden die auch uns live direkt teilweise anschauen. Und ja, wenn Sie Use Cases im Kopf haben, die Sie gerne sich einmal live anschauen möchten, dann halten Sie sich nicht zurück. Die können Sie jederzeit auch gerne einfach ja in den Chat schreiben hier im Webinar. Auch Ihre Fragen sind natürlich immer herzlich willkommen. Einfach in den Chat mit den Fragen und dann werde ich versuchen, sie direkt mit zu integrieren. Und wir werden gegen Ende des Webinars auch nochmal eine Q&A-Session haben. Das heißt, dann werden wir auch alle bis dahin noch offenen Fragen natürlich sehr gerne für Sie beantworten. Direkt zum Anfang unseres Webinars hätte ich, bevor ich gleich direkt durchstarte, eine Frage einmal an Sie. Und zwar würde ich diese Frage einmal einblenden. Und Sie können einmal mitmachen, indem Sie sich mit Ihrem Smartphone einloggen. Die Frage ist, wo sehen Sie denn die größten Vorteile von unseren neuen Galaxy Foldables? Also die größten Vorteile sehen die meisten von Ihnen, die aktuell schon abgestimmt haben. Ja, hat sich gerade geändert beim Multitasking und Drag and Drop. Also einen großen Vorteil des Displays würde ich behaupten von unserem Galaxy Z Fold 3. Ja, das ist alles noch ein bisschen in Bewegung, die Office-Apps sind wieder auf dem ersten Platz gelandet, aber das geht so in eine Richtung, würde ich sagen. Auch die Office-Apps können natürlich wunderbar Multitasking genutzt werden. Schauen wir uns auch gleich gemeinsam an, welche Möglichkeiten es hier mit dem Galaxy Z Fold 3 5G tatsächlich gibt. Auf dem dritten Platz sehen wir die kompakte Bauform mit großem Display. Ja, da würde ich jetzt beiden Geräten zuschreiben. Also das Tablet, was noch in die Hosentasche passt, oder wirklich ein sehr, sehr kompaktes Smartphone mit dem Z Flip 3 5G. Innovatives Design sehen wir hier noch. Videokonferenzen ist auf dem fünften Platz gelandet und die Notizen, die während des Meetings gemacht werden, auf dem sechsten Platz. Wunderbar. Schon mal vielen, vielen Dank, ja, dass Sie sich hier schon direkt mit eingebracht haben in unserem Webinar. Und dann gehen wir doch mal direkt über zum nächsten Schritt und fangen doch einmal an mit dem ersten Gerät und zwar mit dem Galaxy Z Fold 3 5G. Das soll das erste Gerät sein. Einige von Ihnen werden wissen, wir haben die erste Version des Gerätes mittlerweile vor, ja, sage und schreibe 2 Jahren rausgebracht und haben damals, kann man wirklich sagen, eine neue Kategorie ins Leben gerufen. Ja, die Foldables waren ganz vorne und ganz früh direkt mit dabei, was natürlich dafür gesorgt hat, das erste Gerät rausgebracht, dass das erste Modell, das haben der eine oder andere mit Sicherheit auch mitbekommen, vielleicht als nicht das robusteste wahrgenommen wurde. Und genau hier hat Samsung direkt angesetzt. Und deswegen auch direkt der erste Punkt, den ich hier einmal mitgeben möchte, sind ganz wichtige Änderungen hier beim Z Fold 3 5G. Und zwar, schauen wir uns das mal zusammen an. Das ist das robuste 7,6 Zoll Display. Ja, wir haben natürlich mit dem Gerät einmal ein Smartphone, ja, Smartphone, was ich hier in der Hand halten kann. Ich kann es einhändig wunderbar bedienen, öffne es und habe, man kann schon sagen, ein Tablet-Größe direkt in der Hand. Und das Display wurde mit der neuesten Generation jetzt noch robuster, widerstandsfähiger gemacht. Das haben wir dadurch erreicht, indem wir eine PET-Folie eingezogen haben. Ja, die ist ca. 80% robuster als die des Vorgängers. Warum ist das so? Da habe ich gleich noch einen ganz wichtigen Punkt. Ja, wenn wir später noch drauf kommen, hat etwas mit einem Stift zu tun. Unter anderem. Display, also das innenliegende Display, wesentlich robuster.
Wurde auch getestet, durchaus. Also schauen Sie sich da gerne nach aktuellen Testberichten um. Das wurde auch auf Herz und Nieren bereits von den verschiedenen Testern, unter anderem auch auf YouTube, getestet. Und die haben das definitiv bestätigt. Da hat sich einiges getan in der Richtung. Dann haben wir vorne und auch hinten robustes Gorilla Glas Victus, also ja, das widerstandsfähigste Glas, was wir ja jemals in unserer Z-Serie verbaut haben, haben wir hier mit dabei. Dann der Rahmen und auch das Scharnier, was hier verbaut wurde, die werden natürlich permanent beansprucht und hier haben wir das sogenannte Armor-Aluminium verbaut. Ja, das noch robuster ist als das, was wir vorher verbaut hatten, also auch hier merklich ein robusteres Gerät. Und kommen wir zu meinem persönlichen Highlight, etwas, was, denke ich, die meisten ja, vor wenigen Wochen, Monaten noch gar nicht für möglich gehalten haben. Und zwar haben wir erstmals bei einem Foldable ein Gerät, was gegen Wasser geschützt ist. Und zwar sind beide Geräte, das kann ich direkt schon mal vorwegnehmen, denke ich, also sowohl das Fold als auch der kleine Bruder, das Flip 3.5G, sind beide Geräte gegen Eindringen von Wasser geschützt. Und zwar nach dem sogenannten IPX8 Standard. Und das bedeutet einfach ganz konkret, wenn das Gerät einmal ja, dreckig werden sollte, einfach unter fließendem Wasser abwaschen. Ja, und schon hat man hier keine Probleme mehr. Und ich denke, das zeigt ein wesentlich robusteres Gerät, als was man bisher von einem Foldable erkannte. Also hier muss man wirklich umdenken und sich von dem alten, ja, von der alten Vorstellung verabschieden, dass Foldable keine robusten Geräte sein können. Kommen wir zum, meiner Meinung nach, zum zentralen Punkt, wenn wir hier über ein Galaxy Fold 3.5G sprechen. Und das ist das Thema Produktivität. Denn ich denke, die meisten von Ihnen oder auch von Ihren Kunden kaufen sich ein solches Gerät, um im Daily Business produktiver zu sein. Ja, vielleicht sind Sie, vielleicht sind Ihre Kunden unterwegs und möchten trotzdem noch ja, wichtige Arbeit erledigt bekommen. Nicht nur kurz eine Nachricht beantworten, sondern vielleicht auch mal eine ganze längere E-Mail verfassen. Ja, vielleicht die Spesenabrechnung kurz überprüfen, ja, die PowerPoint-Präsentation noch kurz ändern und so weiter und so fort. Vielleicht auch mal an einer Videokonferenz teilnehmen. Und das alles ist, denke ich, sehr, sehr komfortabel und flexibel mit dem Fold 3.5G möglich. Schauen wir uns das mal konkret an. Ich hatte gesagt, wir fokussieren uns heute auf Use Cases, auf den wirklichen Mehrwert, den ich durch das Gerät habe. Und eines meiner Highlights ist definitiv die Funktion App Continuity. Bedeutet ganz einfach Folgendes. Und dazu wechseln wir doch einfach mal direkt auf die Detailkamera. Also so, da haben wir auch schon unser Galaxy Z Fold 3.5G. Ich habe sie jetzt einmal in der Hand. Ich kann es einhändig ganz einfach und komfortabel bedienen. Kann Anrufe entgegennehmen, kurz auf eine Nachricht antworten. Habe all das, was ich von einem Premium-Smartphone erwarte und auch gewohnt bin. Inklusive einem wirklich sehr soliden Display mit einem 120 Hertz Bildwiederholungsfrequenz. So, jetzt habe ich eine Nachricht bekommen, aber die Location von dem Restaurant, wo wir uns heute Abend treffen wollen, bekommen. Und jetzt ist mir das doch ein wenig zu klein. Gar kein Problem mit App Continuity, kann ich jetzt das Gerät öffnen. So, und schon habe ich jetzt die Google Maps Karte in ihrer vollen Pracht und kann jetzt genau an dieser Stelle weiter navigieren. Ja, muss nicht neu suchen, das fällt alles weg, gar nicht nötig, ich kann direkt hier weiter navigieren. Ja, das funktioniert natürlich nicht nur mit der Google Maps App, sondern ich könnte auch hier, wenn ich zum Beispiel im Internet am Surfen bin, schaue mich hier gerade nach einem neuen Smartphone beispielsweise um. So, gehen wir nochmal kurz zurück und scrollen hier gleich einfach mal ein wenig runter. So, einmal geöffnet und genau an dieser Seite kann ich entsprechend weiter surfen. Nennt sich App Continuity und wird schon von sehr vielen Apps mittlerweile unterstützt. So, jetzt haben wir ein großes Display, Tabletgröße, 7,6 Zoll. Und dieses Display möchte ich jetzt natürlich nutzen, um zu multitasken. Ja, wie ich das von meinem Laptop kenne, wie ich das von einem Tablet vielleicht auch kenne, denn genau dafür bietet sich das Gerät meiner Meinung nach absolut an. So, und welche Möglichkeiten gibt es hier? Schauen wir uns das an. Ein Beispiel habe ich hier eine kurze Sequenz einmal mitgebracht. Und zwar Gerät aufgeklappt und könnt jetzt hier zum Beispiel die Spesenabrechnung öffnen und ja, möchte es vielleicht nochmal nachrechnen. Einfach die Taschenrechner-App als
sogar dritte App geöffnet, kann jetzt hier alles nochmal gegenchecken, ohne den Laptop rauszuholen. Oder die Videokonferenz, wie wir das gerade sehen. Und auch während der Videokonferenz ohne weiteres die Präsentation noch geöffnet und könnte die Präsentation dann weiterverwenden. Ja, oder vielleicht auch einfach meine S-Note-App oder Microsoft OneNote, um Notizen während der Telefonkonferenz zu machen. Als Beispiel. Anderes Beispiel könnte sein, und das schauen wir uns auch einfach mal kurz an, optimierte Apps, wie zum Beispiel die von unserem Partner Microsoft. Einfach handschriftlich etwas schreiben, das wird direkt in die E-Mail eingefügt, Präsentation öffnen, die Präsentation vielleicht nochmal kurz abändern. Einfach das Bild nochmal zurechtrücken für die Präsentation, die dann gleich schon ansteht, ohne den Laptop nochmal rausholen zu müssen. Wie wir es jetzt auch hier sehen, gerade einfach einen Link öffnen, indem ich den Link in einem neuen Fenster öffne. Ja, das kann ich auch gerne einfach nochmal auf meinem Gerät hier zeigen. So, und dazu wechseln wir noch einmal hier rüber. Das heißt, ich könnte jetzt hier einfach im Internet surfen. So, bin hier auf der Samsung-Seite, habe hier einen Link gesehen und den Link möchte ich jetzt hier an der Stelle einfach gerne einmal öffnen. Wunderbar. Den könnte ich jetzt einfach packen, schiebe ihn jetzt hier in ein separates Fenster und schon habe ich den Link in einem neuen Fenster geöffnet. Ganz egal, wie ich gerade sitze, ja, oder auch stehe gegebenenfalls, ich kann das Gerät anwinkeln, ja, diesem Flex-Modus, den wir hier haben, und kann es so anwinkeln und dann wunderbar an Videokonferenzen hands-free teilnehmen, ohne dass ich das Gerät noch in der Hand halten muss. Das ist meiner Meinung nach sehr schönes, elegantes Feature, was wir nicht nur beim Fold 3 5G haben, sondern auch beim Z Flip 5G. Genau. So, dann haben wir, das hatte ich eben erwähnt gehabt, eine strategische Partnerschaft schon seit einigen Jahren mit der Firma Microsoft und damit einhergehend auch entsprechend eine absolut Spitzenkompatibilität mit Microsoft Teams. Und das heißt ganz konkret, ich zeige es vielleicht auch einfach mal, und man sieht auch den S-Pen gleich schon, und man sieht ihn hier auch hier schon, da werde ich auch gleich sofort drauf eingehen. Aber hier könnte ich jetzt beispielsweise oben die Präsentation zeigen und im unteren Bereich dann meine Kollegen, meine Kolleginnen. Kann eine Whiteboard-Funktion nutzen, das alles direkt über das 7,6 Zoll Display. Und das ist natürlich sehr elegant, wenn ich on the go bin, unterwegs bin, dann kann ich das so natürlich ganz fein und wunderbar auch einsetzen. So, jetzt habe ich den S-Pen schon das ein oder andere Mal erwähnt. Ich würde sagen, darüber sollten wir uns jetzt auf jeden Fall etwas detaillierter unterhalten. S-Pen heißt hier ganz konkret eine S-Pen-Unterstützung. Bedeutet, wir haben hier erstmals ein Galaxy Foldable, das mit einem S-Pen kompatibel ist. Wir haben in der Vergangenheit unseren Vorgängergeräten immer wieder das Kundenfeedback bekommen. Das ist das perfekte Gerät, um den S-Pen einzusetzen. Warum? Ja, wenn man sich das Gerät einmal anschaut, das ist so ziemlich genau die Größe, ja, von einem kompakten Notizblock beispielsweise. Ja, wir haben ausreichend Platz, wir haben ein faltbares Gerät, das heißt, es ist immer dabei, immer in der Hosentasche mit dabei, im Gegensatz zu einem Tablet, für das ich natürlich dann eher auch mal eine Tasche brauche, beispielsweise. Das habe ich immer dabei, am besten den Stift immer mit dabei und habe eigentlich das perfekte Gerät für meine Notizen, um kreativ zu arbeiten und so weiter und so fort. Und das haben wir möglich gemacht. Und hier muss ich nochmal anknüpfen an das Thema Robustheit, über das wir direkt am Anfang gesprochen haben. Und da hat man darüber gesprochen, dass auch das Innendisplay robuster geworden ist. Und das ist auch ein Grund, warum es robuster geworden ist, damit auch jetzt der S-Pen eingesetzt werden kann. Damit man das Display auch nicht ohne weiteres verkratzen kann. S-Pen-Unterstützung heißt, das Ganze kann dann zum Beispiel so aussehen. Und das schauen wir uns einfach mal gemeinsam an. Ja, einfach mal eine Notiz gemacht mit dem S-Pen zum Meeting beispielsweise oder etwas skizziert zum Beispiel. Kein Problem. Während dem Meeting eine Notiz gemacht hier oder auch einer PDF-Anmerkung hinterlegt. Und viele weitere S-Pen-Funktionen, die wir Sie vielleicht auch von unserer Note-Serie kennen. Das heißt, ein selektiver Screenshot wäre möglich. Ja, einen Teil des Bildschirms screenshotten und den dann in eine Präsentation einbinden oder den Kollegen teilen. Eine Lupenfunktion wäre möglich und so weiter und so fort. Also wir haben hier ein absolutes, ja, eine Riesenvielfalt an
Möglichkeiten, die über einen ganz normalen Stift hinausgehen. Also hier muss man wirklich aufpassen, das ist kein gewöhnlicher Stift, sondern der S-Pen, der wie gesagt diese ganzen Funktionen, die ich gerade angeschnitten habe, auch direkt mit unterstützt. Und ein Beispiel könnte hier zum Beispiel auch der Finanzberater sein. Er hat das Fold dabei, auch bei Terminen zum Beispiel, und möchte direkt eine rechtsgültige Unterschrift von seinem Kunden bekommen. Kein Problem. Mit der entsprechenden Software ist das mit dem S-Pen beispielsweise ohne weiteres möglich. Oder Sie arbeiten mit großen Tabellen, Microsoft Excel. Viel einfacher, die einzelnen Zellen treffen beispielsweise, direkt in die Zellen reinschreiben beispielsweise. Das ist alles mit dem S-Pen dann auch möglich. S-Pen-Unterstützung, das zeigt, denke ich, auch schon, der S-Pen ist ein optionales Zubehör bei unserem Z-Fold 3.5G. Bedeutet, wir haben zwei S-Pens, die wir anbieten, die auch beide mit dem Z-Fold 3.5G hier kompatibel sind. Einmal den S-Pen Z-Fold Edition und wir haben den S-Pen Pro. Unterschied ist ganz einfach und zwar ist der Fold Edition S-Pen, wie der Name schon verrät, ausschließlich mit dem Z-Fold dann auch kompatibel und der Pro-Version dann zusätzlich auch mit anderen Samsung-Geräten. Ja, das heißt, wenn Sie oder wenn Ihr Kunde auch andere Samsung-Geräte nutzt, ja, zum Beispiel ein Galaxy Note oder ein S21 Ultra 5G beispielsweise, dann kann auch einfach der S-Pen Pro genutzt werden. Der ist auch ein bisschen voluminöser, der liegt dann auch nochmal vielleicht etwas besser, angenehmer in der Hand, je nach Vorliebe. Und der ist, wie gesagt, dann auch optional verfügbar. Beide Geräte haben eine spezielle Spitze verbaut. Und zwar haben wir zusätzlich eine Feder in dem S-Pen, die diese Spitze abfedert. Ja, das sehen wir auf der linken Seite auch nochmal. Und das sorgt einfach dafür, dass ich den S-Pen auch ohne weiteres mit dem Fold 3 nutzen kann. Da einfach ja, stärkere Druckpunkte abgefedert werden und so das Display nicht angegriffen wird. Der S-Pen Pro hat zusätzlich noch eine LED-Anzeige, wie wir sehen können. Man kann ihn laden dementsprechend und mit dem haben wir natürlich dann auch die ganzen Zusatzfunktionen, die über diese Wireless-Verbindung möglich sind. Ja, die wir uns eben kurz angeschaut haben. Ja, Fernsteuerungsfunktionen beispielsweise. Das heißt, die Präsentation einfach mit dem S-Pen Pro fernsteuern. Ja, wenn man das sonst von einem Logitech-Klicker kennt, kann man einfach den S-Pen Pro dafür verwenden. So, optional heißt, der S-Pen kann nicht im Gerät direkt versenkt werden, wie man das von der Note-Serie kennt. Samsung hat aber hier mitgedacht und hat für diese S-Pens entsprechende kompatible Cover entwickelt. Das heißt, der S-Pen ist trotzdem immer direkt am Gerät. Ich habe ein schickes Cover, S-Pen rein und kann so mein S-Pen auch nicht so schnell verlieren. Und mit dem S-Pen Pro, wie gesagt, hier sehen wir nochmal die zusätzlichen Button, die einfach dafür sorgen, dass ich diese Fernsteuerungsfunktionen, zum Beispiel auch ein Foto aus der Ferne auslösen, das kann ich alles dann mit dem S-Pen Pro nutzen. Auch hier, wie gesagt, gibt es ein schickes Case, sodass dann, dass ich ein schönes, kompaktes All-in-One Gerät dann auch habe. So, jetzt haben wir ein absolut spitzen Premium-Smartphone, würde ich behaupten. Das liegt gut in der Hand. Ja, und ich kann es mit einer Hand wunderbar bedienen für die alltäglichen Dinge. Brauche ich mehr Platz? Geöffnet. Und dann habe ich hier mein 7,6 Zoll Tablet. Ich würde aber behaupten, wir haben ja wirklich ein 3-in-1 Gerät. Heißt, man kann das Z Fold 3.5G auch wunderbar als PC-Ersatz nutzen. Und das nennen wir Samsung DeX. Samsung DeX kann ich einen externen Monitor nutzen, zum Beispiel der Monitor im Homeoffice oder der Fernseher im Hotelzimmer dann bald wieder, ja, oder auch im Meetingraum, wenn dort ein Fernseher oder ein Display hängt. Die meisten sind mittlerweile auch wireless kompatibel, das heißt, sie haben Miracast integriert und das heißt, ich kann DeX direkt schnurlos verwenden oder auch mit einem Kabel, je nachdem. Und was heißt das konkret? Das heißt, ich habe einen großen Monitor und auf diesem großen Monitor kann ich alle meine Smartphone-Funktionen nutzen, aber ganz komfortabel, wie ich das von einem Desktop-Betriebssystem wie Windows zum Beispiel kenne. Da schauen wir uns einfach mal zusammen an, würde ich sagen. Und zwar kann das so aussehen. Ja, da ist der Monitor im Homeoffice zum Beispiel, hier jetzt einfach die Wireless-Verbindung einmal aufgebaut, das Ganze bestätigt. Und
Jetzt wird gleich auch schon der DEX-Modus automatisch gestartet. Das heißt, ich habe jetzt hier meine PowerPoint. Ich habe hier meinen Anruf, der gerade im Gange ist. Ich habe andere Fenster und habe so mehrere Fenster. Drag and Drop, Copy, Paste, alle meine Windows-Shortcuts kann ich hier einfach nutzen. Ich kann weiterhin Videokonferenzen machen, also das Gerät, das Z-Fold ist weiterhin auch ganz normal nutzbar. Und gleichzeitig habe ich auf dem großen Bildschirm einfach die Möglichkeit, ergonomisch noch produktiver meiner Meinung nach zu arbeiten. Und warum ist das besonders bei dem Z-Fold 3 5G sinnvoll? Wir haben hier mittlerweile einen Prozessor, der so leistungsstark ist, dass er es schon mit Notebook-Prozessoren aufnehmen kann. Wir haben hier Arbeitsspeicher, mehr zum Teil, als wir das von einem Notebook kennen. Ja, wir haben hier integrierten Speicher, 256 oder 512 Gigabyte. Auch mehr als so manches Notebook zumindest. Ja, und wir haben natürlich unser Leben, unser ganzes Arbeitsleben oftmals auf diesen Geräten, müssen so also nichts mehr synchronisieren. Die Firma hat den Vorteil, nur noch einen Endpunkt zu verwalten. Natürlich auch mit niedrigen Kosten einhergeht. Und so können wir ein Gerät wirklich für alles nutzen. Spannendes Thema, Samsung DeX. So, jetzt haben wir aber nochmal einen zusätzlichen Mehrwert, besonders jetzt auch hier in dem Webinar, und zwar ist das die Samsung Galaxy Business Edition. Und zwar haben wir eine spezielle Business Edition für das Galaxy Z Fold 3 5G. Was bedeutet das ganz konkret? Business Edition heißt, wir haben natürlich einmal das Gerät. Zusätzlich gibt es aber in diesem Business Edition Bundle das Flipcover mit dem S Pen. Ja, wir haben es eben kurz gesehen, das entsprechende Cover, S Pen in der Seite direkt mit drin, das ist hier direkt mit inkludiert. Das heißt, ich kann direkt produktiv losarbeiten. Zusätzlich haben wir uns gedacht, dass wenn der Kunde dieses Bundle bestellt, dann möchte er natürlich alles dabei haben, ohne auf anderes Zubehör angewiesen zu sein. Und aus dem Grund ist das Schnellladegerät, was wir hier auch gerade sehen, auch direkt im Lieferumfang enthalten. Dann haben wir eine dreijährige Garantie. Also zusätzlich zu den Standard 2 Jahre Garantie haben wir hier eine zusätzliche einjährige Garantie direkt enthalten. Das funktioniert wie folgt. Und zwar ist das Standard 2 Jahre plus Samsung Care Plus for Business. Das ist unsere Garantieerweiterung und die nochmal für ein Jahr. Ja, und die Lizenz ist direkt mit inkludiert, die kann abgerufen werden, ist eine Karte direkt im Lieferumfang enthalten, über die man dann auch die Lizenz für die Garantieerweiterung abrufen kann und dann kann das Ganze über samsunglogs.com aktiviert werden. Das heißt, wir haben hier ein Gerät, was nicht nur langlebig ist, wenn man uns schon angeschaut, robust, widerstandsfähiges Gerät, sondern wir unterstützen das auch nochmal zusätzlich mit der dreijährigen Garantie hier, speziell bei der Business Edition. Und da legen wir nochmal etwas on top, und zwar haben wir die Knox Suite, das heißt unser komplettes Lösungsbundle, Knox Suite auch ein Jahr direkt mit inkludiert. Heißt ganz konkret, was haben wir hier? Nur als Beispiel, wir hatten das Samsung-eigene Mobile-Device-Management-System, was zum Beispiel auch eine Remote-Support-Funktion unterstützt. Ja, das heißt, der Kollege aus dem Vorstand, der gerade das Z Fold 3 5G bekommen hat, aber vielleicht nochmal das ein oder andere Frage zu dem Gerät hat, an einer Stelle nicht weiterkommt, der könnte direkt über Knox Manage und die Remote-Support-Funktion, ähnlich wie man das von TeamViewer auch kennt, unterstützt werden. Zusätzlich sind Themen wie Knox eFOTA, also das Managen von Firmwareständen, auch direkt im ersten Jahr inklusive Teil der Knox Suite. Und so können wir die Geräte direkt verwalten, können auch dafür sorgen, dass die Kollegen, die die Geräte bekommen haben, DSGVO-konform arbeiten, indem sie zwischen geschäftlichen und privater Welt trennen können beispielsweise und so weiter und so fort. Das ist ein sehr umfangreiches Lösungsbundle. Im ersten Jahr auch kostenlos mit dabei bei unserer Galaxy Business Edition. Wichtig darauf achten, dass es auch die Business Edition ist. Ja, es ist eine limitierte Stückzahl aktuell und das ist, denke ich, wirklich ein sehr, sehr spannendes Bundle.
Super, dann gehen wir auch einen Schritt weiter und zwar zum Z Flip 3.5G. Wir haben uns bisher, und da haben wir auch ganz klar unseren Fokus drauf gelegt, über das Z Fold 3.5G unterhalten. Und jetzt lassen Sie uns doch mal gemeinsam einen Blick auf das Z Flip 3.5G werfen. Und dazu habe ich das Gerät einfach einmal mitgebracht und mein Vorschlag wäre, wir schauen uns das einmal direkt live am Gerät an. Denn das Wichtigste an diesem Gerät ist, denke ich, ganz klar, wir haben hier ein Smartphone mit einer normalen Displaygröße. Ja, normal, also eine gewöhnliche Displaygröße. Klar, das Display ist etwas länglicher, als wir das von einem herkömmlichen Smartphone kennen. Aber von der Displaygröße, die wir hier anbieten, denke ich, sind wir hier auf einem Level mit anderen Premium-Smartphones. Der Riesenvorteil, der liegt, denke ich, auf der Hand. Und zwar ein sehr kompaktes Design. Und das schauen wir uns einfach einmal an. Ich habe es hier. So, da haben wir das Gerät auch schon. Und es passt natürlich perfekt in die Hand. Und wichtig ist eine Änderung, die wir dieses Jahr haben mit dem Flip 3.5G im Vergleich zum Vorgänger. Wir haben ein wesentlich größeres Infodisplay. Und damit meinen wir dieses kleine Display, was wir hier unten sehen, über das direkt die wichtigsten Benachrichtigungen angezeigt werden können. Das heißt, wenn Musik abgespielt wird, würde es direkt hier mit angezeigt werden. Ich könnte die Musik direkt steuern, beispielsweise. Oder ich könnte das Diktiergerät direkt starten, ohne das Gerät zu öffnen. Alarm und so weiter und so fort. Weitere Widgets könnte ich hier direkt hinzufügen. All das ist über dieses kleine Infodisplay dann auch möglich. Sie sehen, hier haben wir zwei Kameras direkt mit verbaut. Ja, diese zwei Kameras kann ich auch als Selfie-Kamera nutzen. Ja, wenn ich mal ein Selfie machen möchte für meinen Social-Media-Kanal und zwar zweimal auf diesen Button hier an der Seite klicken, das ist der Ein- und Ausschalt-Button, den wir hier sehen. Und dann sehen wir auch schon die Kamera in dem Fall. Ja, zack, mit der Lauter-Taste einmal ausgelöst und jetzt haben wir hier ein Foto von der Kamera gemacht. Und der Vorteil, den ich hier ganz klar sehe, ist, wir nutzen hier die vollwertige Hauptkamera von dem Gerät und nicht die dedizierte Selfie-Kamera. So, also all das kann ich hier direkt angezeigt bekommen, kann auch Nachrichten direkt ablesen, die hier reinkommen und muss dafür das Gerät gar nicht öffnen. Wenn ich es aber dann öffne, dann habe ich hier auch wieder die Möglichkeit, das Gerät wunderbar zu positionieren. Ja, das heißt, wenn ich in einer Videokonferenz bin, kann ich es auch etwas anpassen, je nachdem, wie ich gerade sitze, sodass ich dann auch perfekt in der Videokonferenz zu sehen bin. Auch hier können wir wieder das Display teilen. Das heißt, im oberen Bereich die Videokonferenz und im unteren Bereich habe ich zum Beispiel ein anderes Dokument geöffnet. Das ist auch ohne weiteres möglich. Auch die Robustheitsfunktion, ja, heißt das Gorilla Glass Victus, das wir hier mit verbaut haben auf Front und Rückseite. Das heißt auch der IP-Schutz ist auch hier direkt wieder mit dabei. Ja, das heißt auch das Z Flip 3.5G ist nach dem IPX8 Standard zertifiziert. Das heißt, das kann auch mal nass werden und ich kann das ohne weiteres einfach trocknen und das Gerät überlebt das. Kein Problem. Der absolute Vorteil, der denke ich hier auf der Hand liegt, ist ein kompaktes Gerät, was, wenn ich es öffne, zu einem vollwertigen Premium-Smartphone sich ausklappen lässt. Jetzt kommen wir zu einem Punkt, der, denke ich, für ganz, ganz viele, die sich jetzt auch überlegen, dieses Gerät zuzulegen, ja direkt in den Sinn gekommen ist. Und zwar werden das alle hier, denke ich, in der Runde auch kennen. Neues Smartphone bedeutet natürlich auch, die Daten von dem alten Gerät mit zu übertragen. Und alle, die wir jetzt hier in der Runde sind, denke ich, haben ein altes Smartphone, von dem sie migrieren. Von einem Android-Smartphone zu einem, ja, Samsung Galaxy Foldable zum Beispiel zu migrieren, kein Problem. Wir bieten mit Smart Switch eine ganz einfache Möglichkeit an. Das ist im Nu erledigt, wireless oder wie wir das gerade hier sehen, auch mit Kabel. Kabel geht natürlich ein wenig schneller. Das ist kein Problem. Wenn wir aber jetzt von einem iPhone migrieren möchten, dann kann es schon etwas komplexer werden. Warum ist das so? Ganz einfach. Und zwar ist es genau dieses Icon, was wir hier einmal über mir sehen. Und das erkennt, denke ich, jeder, das ist das WhatsApp-Icon. Und ja, ich denke, das ist uns allen klar. Auch WhatsApp wird auf vielen Geschäfts-Smartphones genutzt.
Und wenn ich von einem iOS-Gerät beispielsweise, von einem iPhone, migrieren möchte, zum Beispiel zu einem Galaxy-Smartphone, dann war das ja mit dem WhatsApp-Chat-Verläufen nicht immer ganz einfach. Und das haben wir geändert, und zwar mit Smart Switch in der aktuellsten Version. Und das Ganze sieht dann wie folgt aus. Ich zeige es einmal kurz. Einfach das Gerät entsperren, Smart Switch öffnen, im Idealfall das Kabel nutzen. Und jetzt kann ich auswählen, was übertragen werden soll. Und das ist jetzt die wichtige Neuerung, auch der WhatsApp-Chat-Verlauf und alle meine Daten können jetzt von einem iOS-Gerät ohne weiteres übertragen werden. Das heißt, ich kann genau dort weiterarbeiten, wo ich vorher war, habe alles, was meine Kollegen mir in der Vergangenheit geschrieben haben, oder die Familie, die Freunde, und kann direkt weiterarbeiten und muss keinen halben Tag investieren, um diesen Switch dann auch zu machen. Was wird benötigt? Dieser kleine Adapter. Was für ein Adapter ist das? Ich zeige Ihnen einfach mal etwas näher hier aus der Kamera. Das ist aber nichts Besonderes, kann man sagen. Das ist hier ein USB-Typ A auf Typ-C Adapter. Heißt, dieser Typ-C Anschluss geht dann einmal in das Galaxy Foldable. Ja, zum Beispiel das Z Flip 3 5G. Und hier würde ich jetzt mein iPhone-Datenkabel anschließen. Ja, das wir natürlich dann auch haben, wenn wir ein iPhone haben, einfach anschließen und dann entsprechend mit dem iPhone einmal verbinden. Und schon kann ich über Smart Switch auch meine WhatsApp-Daten, Chatverläufe etc. übertragen. Also, auch diesen Einwand haben wir, denke ich, jetzt allen genommen. Auch die hier zuschauen, wenn Sie bisher ein iPhone genutzt haben und mit den Foldables liebäugeln, dann haben Sie definitiv schon mal eine Hürde weniger. Super. Und damit kommen wir auch langsam aber sicher zum Ende, den ich jetzt hier vorbereitet habe, zum Thema Galaxy Z Fold 3 und Z Flip 3. Wir haben uns einiges angeschaut. Wir haben uns einiges angeschaut, denke ich. Besonders auch die Use Cases, auf die wir ja heute wirklich den Fokus gelegt haben. Also, wie erleichtert mir ein solches Foldable, und da Hauptfokus heute natürlich auf das Fold 3 5G, wie erleichtert mir ein solches Gerät den Business-Alltag? Ja, wie kann ich meinen Alltag mit einem solchen Gerät noch produktiver gestalten? Das sind ganz klar Geräte, die zukunftsträchtig sind. Das sind Geräte, die langlebig sind, robust sind und die wir auch in der Business Edition beispielsweise mit einer dreijährigen Garantie, spreche ich speziell über das Fold 3 5G, dann auch nochmal unterstützen. Wunderbar. Vielen Dank. Und damit kommen wir auch schon zum Ende unseres heutigen Webinars, zu unseren ja, neuen Galaxy Foldables Z Fold 3 5G und Z Flip 3 5G. Wir haben uns einiges angeschaut, direkt praktisch angeschaut, direkt die Use Cases angeschaut. Ich hoffe, das war spannend, das war interessant für Sie. Sie haben einen besseren Einblick bekommen, wo doch die Mehrwerte im Geschäftsalltag liegen. Ich bedanke mich an der Stelle, dass Sie dabei waren, dass Sie sich die Zeit hier heute Nachmittag genommen haben. Vielen Dank dafür. Ich würde sagen, bleiben Sie gesund und bis bald.